In der Städtischen Galerie Villingen-Schwenningen ist Hermann Hesse als Maler zu entdecken. 90 Arbeiten aus den Jahren 1917 bis Ende der 30er Jahre sind zu sehen. Das ist ein überschaubarer Ausschnitt aus immerhin inzwischen 3000 entdeckten Aquarellen. Und aus dieser Menge möchte ich Ihnen 4 Arbeiten zeigen. Als Auftakt zur Ausstellung werden keine Bilder von Hermann Hesse gezeigt, sondern Bilder über ihn. Und zwar sind es Arbeiten von zwei amerikanischen Künstlern, auf der einen Seite Milton Glaser und auf der anderen Seite Andy Warhol. Andy Warhol hat als Ausgangsmaterial für seine Serigraphie ein Foto des jüngsten Sohnes von Hermann Hesse, Martin Hesse. Und damit sehen wir jetzt den Erfolgsautor 1983 eben als jemanden, wie wir ihn auch kennengelernt haben, als einen souveränen Literaten, der ja entspannt den Kopf in den Nacken wirft und Attribute dazugesellt bekommt, wie eben eine Nickelbrille und eben den Rauch, den er in die Luft bläst. Das sind alles auch Versatzzeichen, dass man darauf gucken kann, also hier haben wir wirklich einen Künstler vor Augen. Und dieses ein Blick auf den Literaten und auf den Aquarellisten, Maler, das liegt im Prinzip in der zur Ikone gewordenen, dem Porträt von Hermann Hesse. 1917 ist für Hermann Hesse ein ausgesprochen kompliziertes Jahr. Das ist nicht nur die politische Situation des Ersten Weltkrieges, sondern es sind auch die familiären Umstände, die Hermann Hesse aus dem psychischen Gleichgewicht bringen. Und er bekommt den Tipp, dass er aus dieser Notsituation heraus doch vielleicht das Malen beginnen sollte. In den Tessiner Bergen findet er eine Landschaft, die ihm gut tut, und er findet Motive, an denen er seine Malerei austesten kann. Das sieht man hier an dem Camoguet ganz schön, weil man merkt, Hermann Hesse nimmt sich die malerischen Mittel, indem er die Landschaft gut beobachtet, aber er bleibt bei der Landschaft und hat für eine Wiese das Grün parat. Für die Berge ist als Schneeberg dann das Weiß zu sehen und darüber gibt es die Wolken, die nicht allzu freundlich die Landschaft überziehen. Das ist in Weiß-Grau-Brauntönen und ein bisschen Blau eingesetzt und Hermann Hesse ist bei dem Aquarell eben noch ganz derjenige, der versucht, das Gesehene aufs Blatt zu bringen. Mit dem Haus im Wald merken wir schon, dass Hermann Hesse jetzt nicht mehr fremd in der Gegend ist. Er nimmt den Blick in die Tiefe, zeigt nur einen Ausschnitt und wir sind mit Hermann Hesse in Montagnola, wo er die letzten 4 Jahrzehnte seines Lebens verbringt und können an diesem kleinen Aquarell aus den frühen 20er Jahren ganz gut ablesen, dass Hermann Hesse jetzt mit der Materie der Malerei schon ziemlich gut vertraut ist, dass er jetzt weiß, wie man Farben steigert und dass es ihm auch darum geht, das Vorbild, was er in der Natur sieht, in ein Stimmungsbild auf dem Papier umzusetzen. Und da sind dann die Farben Grün und Rot als Komplementärkontrast sehr, sehr hilfreich, um eben eine Dynamik reinzubringen und auch eine gewisse Aggressivität und Steigerung. Dorf am See.
Hermann Hesse zeigt uns das Panorama einer Berglandschaft, von der wir nicht genau sagen können, wo sie sich befindet. Und es ist auch gar nicht so sehr Hermann Hesses Anliegen, ein bestimmtes Dorf zu zeigen, sondern ihm geht es um eine bestimmte Stimmung, um einen Ausdruck, den er in der Natur gesehen hat, den er in die Bildwelt mit ein paar Farben übertragen möchte. Und dieses aus der Natur heraus etwas Tröstliches zu sehen, das ist ein wesentlicher Punkt, den Hermann Hesse mit dem Aquarellieren verbindet und verbunden hat. Er nimmt diesen Blick auf die Natur als einen Gegenentwurf zur herben Realität, an der er sich so oft gestoßen hat. In der Natur sieht er eine Unschuld, die er reaktivieren möchte und nicht nur für sich, sondern auch für seine Leserschaft. Denn mit den Aquarellen, von denen Hermann Hesse immer als Bildchen und von sich selbst als Amateur spricht, hat er eine Form gefunden, die er dann als kleinere Form, als Vignette, seinen Briefen beilegt und an seine zahllose Leserschaft in alle Welt hinausgibt. Diese Bildchen sind für ihn eine Möglichkeit, im Leser auch eine zusätzliche Welt anzusprechen.